Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Dampferhimmel. Mein Name ist Philgut und ich grüße euch. Ihr habt schon gelesen im Titel dieses Videos: Phil, warum kokelt mein Verdampfer? Das ist eine der häufigsten Fragen, die ich bekomme in meinem Kanal. Also täglich bekomme ich diese Frage mehrfach und ich habe den Eindruck, dass es in letzter Zeit, dass diese Frage immer mehr vorkommt. Also höchste Zeit, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich möchte euch erklären, warum ein Verdampfer kokeln kann und wie man es verhindern kann. Das ist ja eigentlich das Ziel. Erstmal vielleicht zur Begriffserklärung, was ist Kokeln überhaupt? Weil da merke ich auch immer an den Zuschriften, viele wissen gar nicht, dass wir das Kokeln nennen. Ist auch ein bisschen ungewöhnlich. Die sagen einfach, ja, das schmeckt so komisch, so ein bisschen verbrannt und sowas. Ich frage dann jeweils nach und komme dann darauf, dass sie Kokeln meinen. Wo kommt dieser Begriff her? Es war so, dass wir ganz früher hatten wir Verdampfer, es gab noch keine Tanks, wo man das Liquid einfüllen konnte, sondern diese Depots nannte man das, die waren mit Watte gefüllt. Und da hat man dann das Liquid reingeträufelt. So, und diese Watte hatte dann Kontakt direkt zum Heizwendel. So, wenn man jetzt das Gerät ein bisschen heiß gedampft hat, dann hat der Heizwendel diese Watte angesenkt, also so ein bisschen angeschmort und angekokelt eben. Und das gab einen ganz unangenehmen Geschmack eben nach versenkter Watte. Und das hat sich so irgendwie durchgesetzt, dass man das Kokeln genannt hat. Es kokelt. Und jeder wusste, was gemeint war. Nun, heute natürlich gibt es diese Watte-Depots in den Verdampfern zum Glück nicht mehr. Wir haben heute eigentlich nur noch Tankverdampfer. Aber der Ausdruck ist geblieben. Also, und heute bezeichnet man mit dem Ausdruck Kokeln einfach so einen unangenehmen Geschmack, wenn quasi das Liquid ausgeht. Also wenn nicht mehr genug Liquid am Wendel ist, dann fängt das so ein bisschen an komisch zu schmecken. Noch nicht brandig. Brandig wäre dann die Steigerung von Kokeln. Aber man merkt schon, Liquid ist zu Ende, das schmeckt jetzt nicht mehr. Und das nennen wir Kokeln. Und das möchten wir eigentlich immer verhindern. So soll es nicht schmecken. Das Kokeln ist auch, da entstehen auch gewisse Schadstoffe. Das ist das, was ihr immer in der Negativpresse lest, wenn es heißt, ja, da entstehen krebserregende Stoffe. Da meinen die genau das. Also wenn man eine E-Zigarette außerhalb ihrer Spezifikation betreibt, also viel zu heiß dampft, dass eben nicht mehr genug Liquid am Wendel ist, dann schmeckt es eben kokerlich oder brandig und da ist dann eben, wird Liquid nicht nur mehr verdampft, weil ja kein Liquid mehr da ist, sondern da wird dann das Dochtmaterial und so weiter verbrannt und da können dann wirklich Formaldehyd und so weiter entstehen. Aber macht euch keine Sorgen, also ich möchte euch da nicht beunruhigen, weil eben das passiert uns ja Gott sei Dank sehr selten. Man macht ja alles, um dieses Kokeln zu vermeiden und selbst wenn es passiert, ich meine, die Menge an Schadstoffen, die da entsteht, die ist dermaßen gering. Also kein Vergleich zur Tabakzigarette. Bei der Tabakzigarette habt ihr bei jedem Zug genau diese krebserregenden Stoffe in einer riesigen Vielzahl. Und bei uns passiert das eigentlich gar nicht. Und selbst wenn es passiert, ist das in einem sehr, sehr tiefen Maße. Das sollte wirklich keinen beunruhigen. Also ihr werdet nicht Krebs bekommen von diesem leichten Kokeln, dass es manchmal selten, Gott sei Dank, gibt. Gut, auf Englisch vielleicht noch zur Begriffserklärung, falls ihr auch internationale YouTube-Videos schaut. Man nennt das in Englisch den Burning Taste, also den verbrannten Geschmack, oder dann eben den Dry Hit, also wenn ihr wirklich einen Zug quasi ohne Liquid erwischt, was ganz, ganz übel ist, das wisst ihr alle selber. Gut, dieses Kokeln betrifft sämtliche Verdampfer, die es gibt. Also nicht nur Kleros, nicht nur Kartos, es betrifft alles. Eben, Kleros, Kartos, sämtliche Systeme, auch Selbstwickelverdampfer können kokeln. Also wirklich alle Hersteller, alle Marken, alle verfügbaren Systeme können kokeln. Und das Kokeln hängt immer vom Liquid-Nachfluss ab. Ich meine, beim Dampfen gibt es gewisse physikalische Grenzen.
ich zeige euch das, damit das ein bisschen anschaulicher wird, dass das nicht so trocken ist. So, ich habe jetzt hier mal, das ist ein Flashy Vapor und ich habe jetzt hier eine ganz einfache Wicklung drauf. Und ihr seht hier, wir haben hier einen Heizdraht, der ist zu einer Spule gewickelt, das ist jetzt eine Microcoil oder sowas ähnliches. Und wir haben hier, das ist Watte, wir haben grundsätzlich ein Dochtmaterial, das durch diese Spule aus Heizdraht gezogen ist. Nun, dieses Dochtmaterial, das kann Watte sein, das kann aber auch Silikatschnur sein oder Silikonfaserschnur sein, das spielt eigentlich keine Rolle. Das muss einfach ein sehr saugfähiges Material sein, weil dieses Material saugt das Liquid aus dem Tank zum Heizwendel. Das ist genau die Aufgabe dieses Materials. Wir können uns mal einen Verdampferkopf eines EVOT-Verdampfers anschauen. Das ist eine Kanga EVOT. So, und wenn wir jetzt das nebeneinander halten, dann seht ihr, dass es genau gleich aussieht. Also ihr seht auch hier diese zwei Silikonstupsel, die da rausgucken. Und wenn ihr euch das jetzt bildlich vorstellt, dann seht ihr genau dieser Wendel, wie wir ihn hier sehen, der sitzt auch hier in diesem Verdampferkopf drin. Also das ist wirklich, das ist exakt das Gleiche. Und deshalb können wir es auch quasi gleich behandeln. Also das ist wirklich bei allen Systemen der Fall. Es gibt auch noch Verdampferköpfe, bei denen dieser Heizwendel dann vertikal drin sitzt. Aber auch da gelten genau die gleichen Regeln. So, wenn nun nicht mehr genug Liquid nachkommen kann, dann kann es eben nicht mehr verdampft werden, weil kein Liquid mehr da ist. Und dann fängt es an zu kokeln oder im schlimmsten Fall sogar an brandig zu schmecken. Und das möchten wir ja immer verhindern. Warum passiert das? Allermeistens passiert das, weil ihr zu viel Leistung eingestellt habt. Eben, ich habe gesagt, es gibt physikalische Grenzen. Wir können nicht einfach alle Geräte auf maximale Leistung stellen und glauben, dass das dann immer noch schmeckt. Das ist ein Trugschluss, das funktioniert nicht. Wir können nur gewisse Leistungen dampfen und eben wenn man mit der Leistung zu hoch geht, dann fängt es an zu kokeln, weil das Liquid keine Zeit mehr hat, zum Wendel nachzufließen. Es ist leider so, dass da ein bisschen so, ja, dass das übertrieben wird. Ich zeige euch mal ein paar Geräte, zum Beispiel das hier ist die Ego Twist. Die kennt ihr bestimmt, weiß ich nicht, ob ihr die kennt. Aber das ist eigentlich ein Ego-Verdampfer und hier unten kann man aber drehen. Also man kann hier die Leistung aufdrehen. Das kennt ihr bestimmt, habt ihr sicher schon gesehen. Das ist was anderes hier, die Vision Spinner 2. Hier genau das gleiche, wir können hier die Leistung verstellen in verschiedenen Stufen. So, und nun herrscht natürlich so ein bisschen eine Unsitte, dass jeder sagt, boah, ich habe 20 Euro dafür bezahlt, jetzt drehe ich das Ding voll auf. Dann muss das können. Ja. Nein, leider nicht. Das funktioniert nicht. Also ihr könnt nicht einfach mit jedem Verdampfer jede Leistung dampfen. Genau deshalb, weil dann das Liquid nicht mehr nachfließen kann. Und dann kokelt es oder im schlimmsten Falle schmeckt es sogar brandig. Also geht immer mal runter mit der Leistung. Wenn es kokelt, geht runter mit der Leistung. Ihr müsst nicht immer voll am Anschlag dampfen. Das ist nicht nötig. Versucht euren Sweet Spot zu finden. Der liegt nicht zwingend bei 20 Watt. Der liegt vielleicht bei 9 oder 10 oder 11 Watt. Also nicht voll aufdrehen. Immer schön den Ball flach halten. Die Leistung schön flach halten. Wir können das ja mal versuchen zu simulieren mit dieser Wicklung, die ich jetzt hier habe. Ich habe jetzt hier eingestellt, glaube ich, 8 Watt. Push up, ne, 7,5 Watt. Seht ihr das? Das ist ein Dani Extreme. So, ich nehme jetzt ein Liquid. Ich habe mir extra ein ganz dunkles ausgesucht und wir machen die Wicklung jetzt mal feucht hier. So, das sieht man jetzt, oder? Dass da Liquid dran ist. Und wir ziehen jetzt mal und zählen die Sekunden mit. Braucht ein bisschen, bis es aufheizt. So, und ihr seht jetzt, wie dieses Liquid zum Wendel gezogen wird. Ich hoffe zumindest, man kann das sehen. Also ihr seht, das dauert ziemlich lange jetzt. Das ist ein schön langer Zug. Jetzt lassen wir mal wieder los. Und jetzt drücken wir wieder drauf.
So, und jetzt ist das Liquid so langsam weg, seht ihr? Ich hoffe, man kann das sehen. Aber jetzt wäre der Moment erreicht, wo es brandig schmeckt. Natürlich haben wir jetzt hier den Tank drüber, der ständig Liquid nachfließen lässt. Aber eben, wenn wir ja, lange und intensiv ziehen, dann irgendwann wird dieser Liquidfluss nicht mehr nachfließen, also nicht mehr gegeben sein. Und dann fängt es an zu kokeln. Ich schalte jetzt das Gerät mal auf 20 Watt hoch und wir schauen, was dann passiert. Das waren jetzt 7,5 Watt. Also sehr easy. Ja, kann man schöne lange Züge nehmen, auch zwei oder drei. Mit einer Pause funktioniert dies immer wunderbar, ohne Probleme, ohne Kokeln. Also, Push up. Und jetzt fahren wir darauf. Da kann man ja scrollen. Geht mir zu langsam das Scrollen. Habe ich zu langsam eingestellt. So, jetzt sind wir auf 20 oben. Jetzt geben wir wieder Liquid drauf. Ich möchte es euch zeigen. So, ihr seht, das wird jetzt wieder schön braun. So, und jetzt gucken wir mal, was bei 20 Watt passiert. So, und jetzt seht ihr schon, das macht natürlich viel mehr Dampf. Viel mehr. Aber ihr seht auch, ich kann hier niemals, ihr seht, die Watte ist schon fast weiß, das heißt, das Liquid ist jetzt weg. Ich kann hier niemals einen so langen und schönen Zug nehmen wie bei 8 Watt. Zack, jetzt brennt die Wicklung ab. Habt ihr das gesehen? Das passiert euch natürlich nicht bei einem Tankverdampfer, weil da immer noch Liquid nachfließen kann. Aber es ist genau das Prinzip. Je mehr Leistung das ihr gebt, desto weniger schön und angenehm könnt ihr ziehen, desto schneller kommt es zum Kokeln oder zu einem brandigen Geschmack. Und das muss ja nie sein, das ist eigentlich schade. Ich möchte euch ein anderes Beispiel zeigen, das ist die E-Grip. Die E-Grip ist ja ein super beliebtes Einsteigergerät auch. Auch Profi-Dampfer, sage ich mal, dampfen das sehr gerne, ich persönlich auch. Aber es ist auch für Einsteiger geeignet, wirklich toll. Wir können hier zwischen 8 und 30 Watt, glaube ich, können wir hier regulieren. Ich bin jetzt auf 8 Watt, guckt mal. Das ist hervorragend. Sehr viel Dampf, sehr viel Geschmack und für mich absolut ausreichend Flash. Wenn ich jetzt mal, das ist so ein bisschen schwierig hier was zu sehen hier an diesem Rad, das ist jetzt 8 Watt die kleinste Stufe. Wenn ich jetzt mal hochdrehe auf die höchste Stufe und jetzt versuche ich nochmal. Jetzt ist das ein Nebelwerfer und noch einmal. Jetzt kokelt's. Entschuldigung, das war mir jetzt wirklich viel zu heftig. Aber eben, da konnte ich drei oder vier Züge nehmen und dann hat es gekokelt. Bei 8 Watt kann ich quasi dauerdampfen und es kokelt nie, weil das Liquid immer nachfließen kann. Also, wenn eurer Verdampfer kokelt, dann bitte dreht erstmal die Leistung runter. Guckt, ob ihr wirklich so viel Leistung braucht, wie ihr eingestellt habt. Meistens braucht man das nicht. Und dann dampft halt ein bisschen langsamer. Macht auch mal eine Pause zwischen den Zügen. Also dampft zwei, drei Züge und dann stellt das Gerät wieder hin oder legt es hin, so dass das Liquid die Möglichkeit hat nachzufließen. Dann werdet ihr keinen Kokelgeschmack haben. Dann funktioniert das einwandfrei. Also einfach, eben, ich sag's ja immer wieder, wir sind keine hektischen Stressraucher mehr. Wir Dampfer sind Genussmenschen und wir haben ja Zeit. Also nehmt euch die Zeit. Dampft ein bisschen, stellt das Gerät wieder hin und beim nächsten Zug ist alles wieder wunderbar, genug Liquid am Wendel, da kann überhaupt nichts passieren. Und eben, geht mit der Leistung runter, dieser Leistungswahn, der in den sozialen Medien zelebriert wird im Moment, der ist eigentlich weder sinnvoll noch führt er zu irgendwas anderem als eben zum Kokeln. Muss nicht sein, muss nicht wirklich sein. Also, bitte haltet den Ball ein bisschen flach und dann kommt es auch gut, dann schmeckt es auch viel besser. So, es kann natürlich noch andere Gründe geben, warum ein Verdampfer kokelt, zum Beispiel die Temperatur. Also unsere Liquids, VGPG, die Viskosität,
die kann sich ändern mit der Temperatur. Im Winter zum Beispiel, wenn das Liquid kalt ist, dann wird das viel dickflüssiger. Das ist natürlich auch ein Grund, dass es dann nicht mehr so gut nachfließen kann. Oder Leute, die ausschließlich VG, also Vegetable Glycerin dampfen, die kennen das. VG ist viel dickflüssiger als PG. Und auch da kann es zu Nachflussproblemen kommen. Wobei, ihr könnt VG mit bis zu 20% Wasser verdünnen, dann hat es ungefähr wieder die Viskosität einer normalen PG-VG-Mischung und dann müsste es eigentlich auch sehr gut laufen. Aber das Liquid kann schon auch eine Rolle spielen. Das merkt ihr übrigens auch umgekehrt. Also wenn ihr zum Beispiel wenn das Liquid sehr warm wird im Wagen, wenn ihr das Gerät im Wagen habt liegen lassen, dann wird es sehr dünnflüssig und dann kann es siffen oder blubbern oder wie auch immer. Das ist dann die andere Seite der Medaille. Was auch natürlich noch möglich ist für einen kokeligen Geschmack, ist, dass ihr einen schlechten Verdampferkopf drin habt. Gerade bei diesen Geräten, wo habe ich ihn jetzt? Bei der Evod oder bei all diesen vorgefertigten Verdampferköpfen gibt es einfach eine gewisse Serienstreuung und es kann sein, dass ihr mal in einer 5er Packung einen, zwei oder sogar drei schlechte drin habt. Wünscht man sich nicht, passiert aber tatsächlich. Und ja, das ist dann halt Pech. Also das wäre auch eine Möglichkeit, wenn es wirklich immer kokelt bei euch, dann versucht mal mit einem anderen Verdampferkopf, ob es da besser wird oder ob das gar keinen Einfluss hat. Also das sicher auch noch auszuprobieren. Und dann eine weitere Möglichkeit, die es gibt, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ja, nee, das System läuft eigentlich gut, aber irgendwie ist es doch so ein bisschen kokelig, dann könnt ihr mal in den Verdampfer reinblasen, nur kurz, so, und das verursacht dann einen besseren Liquidfluss. Bei einigen Systemen kann man auch einfach leer ziehen daran, bei den meisten, ohne den Taster zu drücken. Weil ihr müsst euch vorstellen, das Liquid, das muss ja nachfließen, aber meistens in diesem Tank muss gleichzeitig auch ein Druckausgleich stattfinden. Erst wenn der Druckausgleich stattgefunden hat, kann das Liquid nachfließen. Und wenn man jetzt kurz zieht daran, ohne den Taster zu betätigen, oder reinbläst, dann hilft das, um den Druckausgleich zu beschleunigen. Also das ist sicherlich auch noch ein guter Tipp, den ihr ausprobieren könnt. Ja, also grundsätzlich, kokeln ist nicht schön, ihr solltet kokeln um jeden Preis vermeiden, weil es einfach nicht gut schmeckt. Es schmeckt scheußlich. Also überprüft euer System, ob es gut läuft, ob ihr wirklich nicht zu viel Leistung drauf gebt. Das ist der häufigste Grund fürs Kokeln. Ja, und dann wird das laufen. Lasst euch Zeit, nehmt euch Zeit beim Dampfen. Macht euch keinen Stress. Eins nach dem anderen. Schön easy dampfen. Ich hoffe, das hilft einigen von euch und ja, ich glaube, das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch etwas sehr, sehr Schönes, etwas Kokelfreies und ich grüße euch, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.